Hi ihr, wenn ihr Tomaten im Garten habt und im Sommer nicht wisst, wohin mit dem ganzen Säge, dann ist es am geschicktesten, wenn ihr Tomatenmark draus macht. Da könnt ihr nämlich aus dem ganzen Korb so ein kleines Gläschen zaubern. Es geht natürlich auch, wenn ihr Tomaten so viel habt oder es einfach mal ausprobieren wollt, geht natürlich auch. So, wie ihr hier seht, habe ich hier einen ganzen Topf voll Tomaten. Das sind etwa 1,5 Kilo. Ich habe jetzt hier Fleischtomaten genommen, die schmecken mir bei sowas besser. Also wie gesagt, 1,5 Kilo Tomaten. Das tun wir jetzt 8 Sekunden lang auf Stufe 6 zerkleinern. So Schnucki, Schatz, ist doch schon vorbei. Gar kein Problem. Gell, mein Schwarz? So, ist nur die Sauerei wieder wegputze hier. So, und kochen tue ich das jetzt auf Aroma. Erstmal 3/4 Stunde, also 45 Minuten. Und zwar auf Stufe 3. So, jetzt hat es schon 3/4 Stunde vor sich hingeköchelt. So, also wie ihr seht, es ist doch schon deutlich weniger geworden, allerdings nicht, noch längstens nicht das, was wir wollen, nämlich Tomatenmark. Aber da wir ja jetzt noch Kernchen und Hautstückchen und alles mögliche drin haben, wollen wir das jetzt erstmal pürieren. Und zwar 30 Sekunden lang auf Stufe 9. Das wäre jetzt ebenfalls erledigt. Jetzt haben wir natürlich die Soße überall im Thermomix-Topf verteilt. Die müssen wir als allererstes nach unten schaffen, weil nur unten am Boden kann es einen dicken Wein hin. Oben am Deckel, da passiert natürlich überhaupt nichts. So, mein Spätzlein, jetzt musst du mal geschwind nach unten. Jetzt muss die Mama nämlich geschwind den Deckel noch ausschaben. Ach ja, wundert euch übrigens nicht, wenn euer Dichtring so gelblich wird. Das sollte sich eigentlich mit der Zeit wieder geben, ich hoffe es zumindest. Aber das kommt halt nun mal von den Tomaten. Dann wollen wir noch ein bisschen weiter einkochen. Ach ja, viele schreiben ja immer, man soll das Garkörbchen als Spritzschutz oben drauf stellen. Ich finde es immer nicht so ganz geschickt. Dann hängt immer das ganze Zeug im Körbchen drinne. Ich nehme lieber das Deckel und stelle es ein bisschen schräg. So kann die heiße Luft auch entweichen, beziehungsweise der Dampf. Und wenn was spritzt, ist es nur am Deckel dran. Das kann man deutlich einfacher sauber machen. Jetzt müssen wir aber noch einmal eine halbe Stunde weiterkochen. Aroma. Wie gesagt, halbe Stunde und auch wieder Stufe 3. Ach ja, noch was. Und zwar die letzten 10 Minuten von der halben Stunde solltet ihr am besten dabei bleiben und immer wieder reingucken. Weil Tomaten sind nun mal ein Naturprodukt. Manche haben mal mehr, manche weniger Wasser. Und dann kann es natürlich sein, dass es deutlich schneller fertig ist. Und daher solltet ihr immer mal wieder reingucken. Das kann nämlich sonst sein, dass es anbrennt, beziehungsweise ganz fies unten anhängt, meine ich natürlich. So, die Zeit wäre abgelaufen. Also wie ihr seht, das ist richtig schön. Ups, Gott, mein. Sieht man es? Auf jeden Fall, schaut mal her. Das ist also wirklich ganz, ganz dickflüssig. Wenn man das allerdings noch dicker haben möchte, weil bis jetzt ist es eigentlich mehr oder weniger nur eine ganz dicke Paste und richtig, richtig dick haben möchte, kann man es jetzt natürlich noch weiter kochen lassen.
Ich denke, das werde ich auch tun. So richtig einkochen lassen. Wenn man möchte, kann man jetzt noch ein bisschen Salz dazugeben. Allerdings ganz vorsichtig, weil das ist ja, ja, wie soll ich sagen, eigentlich nicht mehr viel, ne? Wir haben ja da nur noch ein kleines Häufelchen da drin. Ja, jetzt sieht man es. Von den 1,5 Kilo ist nicht mehr viel übrig geblieben. Deshalb tue ich jetzt noch eine gute Prise dazu und lasse es da dabei bewenden. Ich denke, ich werde es noch einmal so 5 Minuten weiter kochen lassen. So, ja, jetzt ist es so, wie ich mir das vorstelle. Genau. So, guckt. Eine total feste Masse. So. So stelle ich mir Tomatenmark vor. So. Das tun wir jetzt abfüllen. Heiß, heiß, heiß. Und zwar habe ich das Glas hier vorher mit kochig heißem Wasser ausgespült. Damit auch ja keine oder so wenig wie möglich Bakterien drin sind, die das Ganze, dem Ganzen ein vorzeitiges Lebensende schenken. Das wollen wir ja natürlich nicht. Schließlich haben wir uns ja jede Menge Arbeit damit gemacht. Ach ja, bezüglich der Haltbarkeit von dem Tomatenmark kann ich euch leider noch nichts sagen. Weil ich habe es bisher noch nicht in größeren Mengen hergestellt. Und das, was ich hatte, ist immer gleich in den Kühlschrank gewandert, weil es immer gleich verbraucht worden ist. Ihr müsst also selber mal ausprobieren. Im Zweifelsfall, falls das Glas nicht zugehen sollte, nachdem ihr es befüllt habt, einfach nochmal in den Topf stellen mit Wasser, das Wasser aufkochen lassen und eine Weile kochen lassen und dann sollte es eigentlich zugehen, das Glas. Ansonsten im Zweifelsfall im Kühlschrank aufbewahren. Auf jeden Fall, das hier haben wir jetzt jedenfalls mal geschafft. So. Und wie ihr sehen könnt, viel ist nicht mehr rausgekommen. Aus dem ganzen Topf ist nur das hier rausgekommen. Sprich, 1,5 Kilo Tomaten auf das hier reduziert. Naja, die Hauptsache natürlich, ne? Falls ihr da zum Beispiel Tomatensauce für Pizza machen wollt, tut es einfach wieder ein bisschen mit Wasser strecken. Dann habt ihr wieder eine streichfähige Soße. Und ansonsten verwenden wir ganz normales Tomatenmark. Also, ich wünsche euch viel Spaß damit und wünsche euch was. Ciao!